Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine kleine Zeitreise. Ich war gerade in meinem Designs-Ordner und habe da viele Designs gesehen, die ziemlich alt sind, die ich früher benutzt habe auf diesem Kanal, die ihr vielleicht gar nicht mehr kennt. Die kennen halt nur die, die wirklich am Anfang dabei waren, bis zu den 250, glaube ich, waren es, bis dann alles gesprengt worden ist, sage ich so. Und ja, ihr seht das hier, ist ja klar, benutze ich zurzeit. Das ist das, was ich zurzeit drin habe und wahrscheinlich auch etwas länger drin haben werde. Nachdem mir der Cookie, den dürften vielleicht ein oder andere von euch auch noch kennen, mir dieses Monster hier gezeichnet hat, habe ich das übernommen als Logo. Ich habe ja vorher einen Contest gemacht und da hat er mir dieses Monster gezeichnet. Super cool, benutze ich immer noch. Aber wir machen heute mal eine Zeitreise, dafür gucke ich mal kurz auf einen zweiten Bildschirm. Und zwar war es nicht immer so, dass ich dieses Design hatte. Ich bin nämlich so gut wie jeden Monat, jede Woche irgendwie zwischen irgendwas hin und her gependelt und mir hat nichts davon gefallen und mir gefällt immer noch nichts davon. Das alles ist jetzt nicht geordnet von der Zeit her, sondern einfach random gemacht und ich werde dann vielleicht was dazu erzählen, wenn mir was dazu einfallen sollte. Und jetzt fangen wir mal an und wir fangen damit an. Was ist das? Könnte man sowas heute als Markenzeichen nehmen? Nein, könnte man definitiv nicht. Dazu habe ich sogar noch ein Banner. So sah der Banner dazu aus. Den finde ich tatsächlich sogar gar nicht so scheiße. Hier, dass das hier das M ergibt. Auch wenn es nicht aussieht wie ein M. Aber den finde ich tatsächlich gar nicht so scheiße. Also gemacht ist er gut. Passen tut er jetzt nicht. So, dann habe ich das hier. Ja, ich weiß. Sie sehen sich sehr ähnlich. Das X ist aber ein anderes. Ja. Aber ich hab oft mit diesem X was gemacht, zum Beispiel hier auch nochmal. Ich habe einfach dieses X genommen. Ich fand, das ist einfach eine coole Schrift gewesen, so. So, was habe ich hier noch? Das hier. Was ist das? Ich habe hier einfach nur monstermäßig stehen. Monstermäßig habe ich da stehen. Und dann hier drin so Monster, bla bla bla. Kennt ihr diese Kaffeestempel, die manchmal so auf Kaffeebechern oder sowas drauf sind? Da habe ich mich ein bisschen von inspirieren lassen und es sieht langweilig aus, muss ich sagen. Aber da hatte ich dieses Monstermäßig und den Spruch, ich hatte das schon voll lange. Ich hatte diesen Spruch Monstermäßig und auch mein Logo, das Monster, so lange schon im Kopf. Aber ich konnte nie so ein passendes Monster zeichnen oder sonst irgendwas und deswegen hatte ich das nie benutzt. Das ist so unglaublich scheiße. Seit es meinen Kanal gibt, sage ich, glaube ich, schon Hallo, meine lieben Monster. Ich gebe noch ganz alte Designs, die habe ich gar nicht mehr. Da hatte ich das noch nicht. Haben wir Witze darüber gemacht? Da haben wir nämlich zuerst bemerkt, X-Erotik. Ist erotic, also könnte auch X-Erotik heißen. Und dann haben wir da so Späßchen gemacht, so, ist ja voll die Hotline, so Gaming-Hotline, bla bla, ein paar Formate gab es da. Ich habe meinen Kanal aber immer resettet, weil das einfach zu albern wurde und sowas. Und mir einfach überhaupt nicht gefallen hat und deswegen habe ich meinen Kanal resettet. Und ich glaube, das war ganz gut, also ich bereue es nicht. Das hier habe ich damals in der Schule im Unterricht gezeichnet. Da habe ich wirklich dieses X gemacht und das hier, ich habe das alles auch mitgezeichnet, auch die Krone hier und das X. Und es sollte einfach ein bisschen edler aussehen. Im Endeffekt tut's das gar nicht. Im Endeffekt sieht es eigentlich aus. Es sieht ziemlich billig aus, vor allem hier mit dem Hintergrund einfach aus dem Internet gezogen und dann hintergelegt. Es sieht ziemlich, ziemlich billig aus. Aber ja, das habe ich eine Zeit lang auch benutzt. Hier war noch mal der Banner. Hier habe ich nochmal. Das könnte der ein oder andere von euch vielleicht schon kennen, beziehungsweise noch kennen. Da war auch dieses X hier. Das Logo von. Damit habe ich sogar mal ein Intro gehabt. Das hier erschienen ist am Anfang des Videos. Der Zeiger auf Exit war und dann hoch, Play und dann das ausgeblendet ist und dann das Video eingeblendet wurde. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber es passt auch heute nicht mehr, weil ich ja gar nicht mehr so viel Gaming mache. Hier nochmal der Banner zu diesem anderen Dingens. Sorotic Games, wie das hier ein bisschen miteinander verschmilzt, fand ich ganz nett. Ja, auch wieder selbe Prinzip. Ein Pixel-Bitmap-Dingens-Bild aus Google rausgezogen, aus DeviantArt. Einfach genommen, Schrift drüber und als Banner gehabt. Ich war sehr, sehr einfallslos, bin ich auch heute noch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier hatte ich einen Minecraft-Banner. Das Lustige daran ist, hier steht Sorotic Games joined YouTube. Aber diesen Banner hatte ich
weiß ich nicht, ein Jahr später, wo ich schon längst auf YouTube war oder anderthalb Jahre später. Warum, Florian? Warum hast du das gemacht? Ich weiß es auch nicht. Das Coole ist aber diesmal, der Screenshot hier, den habe ich selbst gemacht, damals in einer Multiplayer-Welt mit ein paar Kollegen, große Städte und Welt aufgebaut, war auf jeden Fall sehr cool. Habe ich den Screenshot gemacht, fand das ganz passend und habe daraus dann einfach das hier gemacht. Ich weiß nicht. Es gefällt mir auch jetzt noch. Also für einen, hätte ich einen Minecraft-Kanal, würde mir das auch heute noch gefallen und ich glaube, ich würde es heute auch noch benutzen. Aber ich habe ja gar keinen Minecraft-Kanal, also nein. Hier ist der Banner zu diesem monstermäßig Kaffee-Dingens, was ich vorhin gezeigt habe. Da habe ich auch wieder was Neues ausprobiert und zwar so ein bisschen sketchy-mäßig. Das ist auch wieder irgendeine Bitmap aus dem Internet, die ich geladen habe. Ich bin so einfallsreich. Aber hier habe ich dieses... Ja, die so ein Papier-Design-Dingens drüber gelegt. Und das gefällt mir auch heute noch ganz gut, aber es würde nicht mal zu meinem Kanal passen. Ich habe damit auch meine Thumbnails gestaltet mit dieser Schrift. Das war das erste Mal, dass ich wirklich was Einheitliches benutzt habe. Was ist das jetzt schon wieder? Was ist das? Erklärt's mir. Was habe ich mir da gedacht? Ich habe einfach so einen Minecraft Wallpaper Generator im Internet gesucht. Habe diesen Wallpaper mit meinem Skin damals gemacht. Hier Skin-Varianten, da kam das Alex Player Modell raus. Und habe dann hier Holz, das hier ausfaden lassen und hier dann mein damaliges Logo reingepackt. Das ist auch heute eigentlich noch ganz nett, aber es passt halt nicht. Das war der erste Entwurf, wo ich wirklich versucht habe, ein Monster zu machen. Da kam dann dieses Maul bei rum und ich dachte einfach, ja, okay, das geht so eigentlich. Vielleicht kommt das noch als nächstes. Nein, okay, aber hiernach kommt das, glaube ich. So, was ist das hier? Das ist auch jetzt noch ganz cool. Es sieht aber mehr Minecraftig aus. Das war damals an meinen alten Minecraft-Skin angelehnt, wo er noch einen Zylinder hatte und die Dreadlocks. Hat er ja heute gar nicht mehr. Ich finde das tatsächlich auch heute noch ganz cool, aber man sollte das vielleicht, wenn man es nochmal benutzen möchte, vielleicht überarbeiten, sodass solche Kanten hier nicht da sind. Oder dass das hier gerade parallel zueinander ist oder hier auch. Dann könnte man das vielleicht sogar nochmal benutzen. Hier hatte ich auch schon den Spruch monstermäßig. So, und hier ist das Profilbild mit dem Monstermaul. Ja, was soll ich dazu sagen? War erster Anfang. Ich habe einfach... Eigentlich, es sollte im Endeffekt ganz, ganz anders aussehen, aber das sah dann doch so aus und es hat mir dann doch auch so weit gefallen. Mir hängen die ganze Zeit Haare hier im Gesicht. Scheiße. So, es hat mir dann doch gefallen und deswegen hatte ich es auch erstmal benutzt. Das nächste ist das hier. Da hatte ich mir mal eine Vorlage geholt und hatte dann so eine Vorlage, wo ein Mensch gezeichnet wurde, hatte ich mir geholt und habe dann daraus mein Monster gezeichnet. Und das hat natürlich auch gestaltet. Hier ist irgendein blöder Filter drauf. Ich glaube, weil ich das noch vektorisiert hatte und nicht genau wusste, wie das funktioniert. Und deswegen ist das so, ja, so hier sind die Striche so komisch gemacht und sowas. Und hier ist das Profil von Juli. Es sieht einfach, es ist so unkreativ und langweilig. Ich muss ja echt sagen, was ich mir dabei gedacht habe, das ist das langweiligste, unkreativste, was es gibt. Das hier habe ich gehabt, bis der Durchbruch war. Durchbruch, bis halt die ganzen Leute auf meinen Kanal gekommen sind. Und da hatte ich das da. Was haben die Leute da von mir gedacht? Da habe ich, glaube ich, auch zwischenzeitlich wieder ein ganz anderes reingemacht. Weil ich nicht wusste, warum ich das hier drin hatte. Es sieht einfach langweilig aus. Ich hatte dieses YouTube-Dingens mit dem Play-Button. Und habe dann gedacht, irgendwie aus dem Play-Button X zu machen und habe dann komplett ein X draus gemacht und das kam dann dabei raus. Hier ist der Banner dazu. Bei manchen Designs frage ich mich echt, was ich mir dabei gedacht habe. Oder wie ich mich nicht schämen kann, die benutzt zu haben. Hier nochmal das Logo in klein hinten an dem S dran gehangen. Das ist sogar gar nicht so alt, das hier. Das ist 2-3 Monate alt, ungefähr. Da habe ich das gemacht. Dieses Bild hat das ausgeschnitten und bearbeitet mit einem eigenen Filter, den ich gemacht habe. Und habe das dann als Profilbild benutzt. Und dazu hatte ich auch einen Banner, der sah so aus. Gefällt mir auch. Gefällt mir auch heute noch. Vor allem, dass ich das hier gemacht habe. Dass man hier, dass ich das noch in der Hand habe und da drauf zeige. Es gefällt mir auch heute noch. Das Ding ist nur, Leute waren leicht verwirrt. So, wer ist denn das? Warum hat der das ja? Und was sind das? Und...
ja, die Farbgebung und das Design, es passt einfach nicht mehr zum Channel. Ich bleib lieber beim Classic. Die Leute wissen, wer ich bin. Die Leute haben da damals abonniert und dann habe ich hin und her geswitcht und dann habe ich auch bemerkt, wo ich die Designs geändert habe, hey, ich mache der Abos und seit ich mein altes Design wieder drin habe, mache ich wieder Plus-Abos. Aber ich glaube, das hängt irgendwie miteinander zusammen. Und deswegen bleibe ich lieber bei meinem Classic. Leute wissen, wer ich bin und es sieht auch auf jeden Fall sehr gut aus. So, dann hatte ich das hier. Das hatte ich während meiner Berufsschulzeit. Da habe ich mal ein Foto gemacht, wo ich meine Springer neu hatte. Und habe dann einfach Fotomanipulation gemacht und so, dass ich mich da in Rauch auflöse. Und ja, hier das Design, das habe ich auch auf dem Shirt. Warum ich das nochmal daneben geklatscht habe, weiß ich nicht. Aber ja, das würde ich heute auch nicht mehr nehmen. Es ist auch eigentlich recht billig, wenn man es mal so betrachtet. Es ist recht billig gemacht. So, hier. Jetzt kommen wir langsam ein bisschen in die Zukunft. Das ist auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, ein Jahr, ein halbes Jahr. Zu der Zeit, wo Pokémon Go rauskam. Da ist das ungefähr entstanden. Und ja, es ist ja schlicht. Ich habe ein Foto von mir gehabt mit dieser Hintergrundfarbe, habe da ein bisschen Rauch und dünne Schrift hinzugefügt und habe dann das Bild reingefügt und es passt eigentlich so da rein. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen, eine Vignette, heißt das Vignette? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dann auch ausgeblendet, weil da noch einer auf dem Bild war und das war's dann. So sah das dann aus. Das hier ist auch wieder ziemlich alt. Ich habe ein Bild aus dem Internet genommen, da diesen Patchwork-Effekt von Photoshop draufgelegt und dann das hier gemacht, das YouTube-Monster vor allem das YouTube-Monster. Eigentlich müsste da stehen das grüne Monster, aber weil die Schrift da kein Ü unterstützt hat, habe ich es gar nicht gemacht. Anstatt, dass ich einfach ein U nehme und dann zwei Punkte drüber setze, nein, soweit konnte Florian damals nicht denken. Das hier war ein Thumbnail, das habe ich aber, glaube ich, auch meine Zeit als Design benutzt. Da habe ich noch viele 3D-Skin-Renders und sowas gemacht und gehabt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die ganzen Sachen hin sind. Und ja, dann diese total unpassende Schrift dahin. Und ich glaube, das hatte ich mal über einen Kanal-Trailer oder über ein Skin-Pack oder sowas gepackt. Das könnte jetzt einige verwundern. Und zwar, hier steht einfach Monstre. Davon habe ich auch mehrere Varianten. Ich habe jetzt aber mal eins rausgesucht, wo man es ganz gut erkennt. Warum? Hier steht Monster. Warum? Ich kann euch sagen, warum. Ich habe wirklich eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, mich umzubenennen. Weil ich einfach dachte, ey, Zerotic, weiß ich nicht, es hört sich nicht gut an. Oder beziehungsweise, man könnte es falsch verstehen und irgendwann wird man es wahrscheinlich auch falsch verstehen. Ob ich die ganzen Sachen noch auf dem Rechner habe, ich weiß es nicht. Ich glaube, genau für sowas, damit ich hier in Nostalgie schweben kann. Das ist mindestens 2 Jahre alt. Das ist ein Design. Das hat meine Ex-Freundin damals gezeichnet. Da hat sie mich gezeichnet und sich gezeichnet und ich habe das digitalisiert. Und wir haben da so Händchen gehalten auf dem Bild und ich habe das dann einfach ein bisschen bearbeitet, damit das auch solo ganz klar geht. Sogar noch während wir zusammen waren, habe ich das gemacht, einfach damit ich das so auch benutzen kann und sie nicht damit reinziehe. Da hatte ich mein Iro noch stehen, deswegen verwundert euch nicht wegen den Haaren. Aber ja, es ist halt wieder nichtssagend. Es könnte jede x-beliebige Person sein. So, und deswegen auch nicht so geil. So, das ist das Vorletzte. Das kennt ihr schon. Wir sind jetzt am Ende. Das benutze ich zurzeit mit einer kleinen Weihnachtsmütze auf. Denn Weihnachten steht vor der Tür, ihr wisst es. Und apropos Weihnachten, in meinem Shop gibt es zurzeit 20% Rabatt auf alle Artikel. Also wer zu Weihnachten noch was abstauben möchte, sagt jetzt besser den Eltern, den Freunden oder Verwandten Bescheid. Vielleicht auch dem Weihnachtsmann höchstpersönlich, wer ihn kennt. Und kann da dann nochmal günstig mein Merch abstauben. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Haut rein und bis dann. Ciao.